Servus und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Ellerbach. Ja, wie ihr da im Hintergrund schon seht, geht es heute an Schwadern. Es ist jetzt 2. Ich habe in der Zeit vom Mähen bis jetzt eben nochmal für den Deutsch ein paar Teile durchgeschaut, habe nochmal angeschaut halt insgesamt, was fehlt da nur ein wenig an und habe dann auch im Internet ein paar Teile bestellt. Das sind zum einen, ist das glaube ich, ja genau, neue Batterie habe ich bestellt und ja, nur so ein kleines Geruschzeug, was er halt braucht für den Motor, auch innen drin, ist jetzt alles wieder ein wenig an gedingst, auf den neuesten Stand quasi gebracht, weil sonst haben wir ja schon gesagt, läuft er eigentlich ganz gut, aber das Anspringen war immer, Zündkerze wäre neu bestellt. Hier drin haben wir jetzt ein Stroh. Das hat jetzt funktioniert mit dem Seasons-Zeig. Und ja, jetzt Maskele und Stroh. Und ja, wie gesagt, da habe ich ein Fenster zusammengehängt mit einem Schwader. Ich habe auch schon an 700er an Presse hingehängt, an 720er halt, an Presse hingehängt, dass wir dann pressen können im Anschluss. Und dann müssen wir natürlich nur ein Ding von unten holen. Ein Wickler. So, jetzt fahren wir mal raus. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, über den Winter jetzt ein gepflüchtetes Feld da liegen zu haben, aber ich meine, wir haben halt jetzt halt keine frischen Frucht gesät und so, jetzt mal immer konzentrieren, ne? Da rumkommen. Nein, das geht nicht. Das ist... Fangen wir erst auf der Hintern an. ja, das ist... ich weiß nicht, wie es das dann ist, mit Boden abtragen, wegen dem Winter durch dann. Müssen wir mal schauen. So, jetzt müssen wir hier mal schauen. Einmal ausklappen, bitteschön. Da hätten wir einen Verschlag zu. Sonst wird es zu kalt. Dann schauen wir mal, ja, wie weit zurück kommen wir denn da? So, weiter würde ich nicht. Lassen wir mal, oh, halt an. So, jetzt. Läuft doch ganz gut. Drehzahlen gehen auch schön nach oben. Jetzt stellen wir uns noch ein Tempomat rein auf 9. Und dann können wir eigentlich so Feldgang machen wir dann und dann geht's los. Was ist das jetzt für eine Textur? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich werde mal fragen, was das ist. Ich werde mich da schlau machen. Aber ihr müsst es jetzt halt so ertragen und ja, funktioniert soweit. Ja, komisch. Naja. Ist halt so. Wollte da nichts machen. Aber läuft auch, wie schon gesagt, ganz gut. Ich habe auch schon überlegt, weil im Holz, das ist jetzt halt leider Käferholz, das werden wir ja wahrscheinlich zu Brennholz und Hackschnitzel machen. Weil nur Brennholz, das wird dann ein wenig an viel. Von dem her Brennholz und Hackschnitzel. Da ist jetzt die Frage. Kipper kaufen. Wollen wir uns vielleicht nochmal einen Kipper kaufen? Also jetzt dieses Jahr sowieso nicht mehr, aber vielleicht nächstes Jahr. So ein 2-Achs einfach Tandem-Kipper zum Sachen hin und her fahren. Weil das ist halt, wir haben jetzt so 2 Drehschemel, einmal den alten und aber den Reisch und mehr Kipper haben wir nicht. Da wäre schon nicht unangebracht, sage ich mal, an Kipper zum Kaffen. Wenn wir schauen, wie die Preise oder dann halt gleich auf eine Mulde gehen zum Maiswechseln, dass wir da auch was haben. Ich weiß noch nicht, aber wir müssen ja unseren 720er auch noch abzahlen. Der ist auch noch nicht ganz fertig. Den, wenn wir aber abzahlt haben, dann haben wir keine Kredite mehr. Ja, natürlich, ein paar Felder sind natürlich immer noch gepachtet, die man dann abdingsen muss. Also immer noch Pacht zahlen muss, aber sonst
läuft es dann eigentlich ganz gut, unser Betrieb. Der läuft also jetzt schon ganz gut. Bin ich gut zufrieden. So, ich hätte gesagt, ich überlege jetzt noch mal kurz, was, ob mir was einfällt. Weil ich weiß nicht, die ganze Zeit Zeitraffer machen, das ist ja irgendwie dumm. Aber wie gesagt, mit den Grasdingen, das finde ich gerade ein wenig komisch. Das hatte ich nämlich auch noch nie. Wird dann immer nur nein Mod liegen, aber ich weiß noch nicht, welcher Mod. Das ist natürlich ungünstig, aber ist so. Warte mal, da ist ein Umi. So. Sieht doch ganz gut aus, das Ergebnis. Auch von der Höhe passt. Das letzte Mal waren es ja wenig zu hoch, aber jetzt scheint das zu funktionieren. Also ihr hättet es doch gesagt, wir starten jetzt ab in die Zeitreife. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und ja, wir machen jetzt die drei Vetteln und dann drei Wissen und dann ja, sehen wir uns dann auch wieder. Bis gleich. Das sind wir jetzt wieder aus der Zeitraffer. Und ja, fertig geschwartet, hat alles soweit auch gut funktioniert. Ich weiß, die Folgen sind in letzter Zeit ein wenig gleich, weil beim Mähen haben wir es so gemacht und beim Schwadern machen wir es jetzt so. Beim Pressen wird es wahrscheinlich auch nicht anders werden. Ja, ich muss mir mal was einfallen lassen, dass wieder ein wenig abwechslungsreicher wird, weil das kann ich jetzt auf die nächsten Folgen nicht bringen. So. Nur was anders, genau beim Deutz habe ich. Ich glaube, ich habe schon erzählt, dass ich da, ja genau, habe ich schon erzählt, dass ich die Teile bestellt habe. Genau, das habe ich auch schon erzählt. Und ja, wenn jetzt dann das Gras fertig presst ist und alles, dann geht es wahrscheinlich naus ins Holz, also wirklich naus ins Holz mit Kettensägen, Rückewagen, was weiß ich. Da muss ich mich heute Abend jetzt auch nochmal hersetzen und einmal schauen,
wie es mit dem ausschaut, ob es da dann einmal einen Vorführer gibt oder so. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall habe ich schon Lust, da einen zum Holen. Genau, Güllefass steht ja unten beim Händler drunter. Der braucht nur so 2 Tage oder so. Aber ich meine, das eilt jetzt nicht. Der kann sich dann ganz in Winterzeit lassen. Der hat gerade noch andere Aufträge, die einem wichtiger sind. Genau. Was mit die Ballen und alles ist, das erzähle ich dann am besten nächste Folge. Also, wie man die hinlegen, wie man die stapeln, wie man die pressen, wie man die. Ja, was weiß ich alles. Wie gesagt, erzähle ich alles nächste Folge. Und ja, ich meine, pressen tun wir es vielleicht so in. Um 5:30. Nicht 5:30. 4. Um 4:30, wenn wir pressen deren. Na, 4:30 ist ja schon vorbei. Mei. 4:30. Jetzt haben wir es. Zwischen 4:30 und 4:30. Um 4:30, wenn wir pressen. Dann werden wir nur so um 6 herum fertig sein. Oder ja, oder halb na, 6:30. Da müssen wir halt nur wickeln und dann haben wir es eigentlich schon. Ja, wie gesagt, ich erzähle das nächste Folge alles weiter Jetzt und bin ich gerade ein ja. wenig durcheinander gekommen. Genau. Ich wollte eigentlich nur Servus sagen und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Servus.